Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bimmel Bingo bei der Telefonziege, besser auch bekannt als Datenfallen erkennen. Wir haben heute mal wieder einen Preis gewonnen, einer von heute ungefähr 27.394. Aber jeder davon bleibt erwähnenswert, weil jeder davon ist ein Versuch, an eure Daten zu kommen, damit diese an irgendwelche Kriminellen im Internet für viel Geld weiterverkauft werden können, damit diese Kriminellen euch dann verarschen können und nicht nur eure Daten, sondern hinterher auch Kontonummer und eure Kohle haben. Schauen wir uns an, wie der Trick heute aussieht. Share-Tankgutschein im Wert von 500 Euro ist der Klassiker. Heute gehen wir zurück in die prähistorischen Anfänge des Internetbetruges. Es begann alles mit Cialis und Viagra-Spam per E-Mail aus Paraguay, ganz weit weg Istan und Absurdistan. Und heute sind wir in diesem Level angekommen. Sie probieren es wieder per E-Mail, nicht mehr per Facebook, nicht mehr per WhatsApp, nicht mehr mit irgendwelchen Pop-Ups. Nein, sie schicken wieder ganz klassisch E-Mail an Leute, die schon mal in irgend so einem Schwachsinn teilgenommen haben, weil, hey, wer einmal so blöd ist, wird es wahrscheinlich wieder sein. Und genau da wollen wir ansetzen, damit Leute nicht mehr auf diesen Schwachsinn hereinfallen. Gucken wir mal rein. Shell. Ganz groß steht's da. Ihr Shell-Tankgutschein wert von 500 Euro. Auch nochmal schön abgebildet hier. Guten Tag, wir gratulieren Ihnen recht herzlich. Sie gehören zu den Auserwählten für das Gewinnspiel von Shell. Jetzt ist es kein Gewinn mehr, sondern nur noch ein Gewinnspiel. Nehmen Sie sich die 2 Minuten Zeit und machen Sie mit. Verpassen Sie nicht die Chance auf einen gratis Shell-Tankgutschein. Jetzt ist es nur noch eine Chance, vorhin war es Gewissheit. Klicken Sie einfach auf Bestätigen und sichern Sie sich Ihren Preis. Habe ich schon mal aufgemacht, ne? Nicht, dass da am Ende irgendein Penisbild kommt und ich schreien muss. Hier sehen wir eine höchst seriös aufgebaute Seite in Rot und Weiß, weil das auch die Farben von Shell sind. Nicht? Herzlichen Glückwunsch. Hier haben die das mit einem ganz hochwertigen Skript geschafft, aktuellen Tag und Datum einzubinden. Und dann geht es weiter. Jeden Dienstag, auch das haben sie wieder geschafft, wählen wir eine kleine Gruppe von Kunden aus und geben ihnen die Chance, wertvolle Geschenke zu erhalten. Auf diese Weise sprechen wir ihnen unseren Dank für ihre Treue aus, ja, weil ich da auch immer reinkaufe, ne? Heute können Sie einen von 3 kostenlosen 500-Euro-Tankgutscheinen gewinnen. Merken wir uns mal dieses 3 kostenlose 500, das wird noch interessant. Alles, was Sie tun müssen, ist Ihr Geschenk zu erhalten, ist die folgenden 3 Fragen zu beantworten. Dies ermöglicht uns, die Kunden besser zu verstehen und unser Angebot weiter zu verbessern. Hinweis. 100 zufällig ausgewählte, ja, eher 100.000, weil sonst lohnt sich das ja nicht, die Daten für viel Geld zu kaufen. Glückliche, dann wenn ich das schon wieder lese, wird mir schlecht. Ey, die passen sich an das Neusprech unserer Zeit. Haben diese Einladung erhalten und es gibt nur wenige Preise. Und dann läuft hier so 2 Minuten Countdown, den habe ich jetzt am Anfang schon verlabert. Zeit ist abgelaufen, ich darf nicht mehr mitspielen. Aber vielleicht haben Sie trotzdem noch Glück und jemand anderes springt ab. Was ist Ihr Geschlecht? Guck mal, da fehlt das Fragezeichen und hier fehlen auch die 93.000 anderen Antwortmöglichkeiten. Wie zufrieden sind Sie mit dem Service von Shell? Weder noch. Würden Sie Shell anderen... Schon wieder so ein Wort, das ist doch... Würden Sie Shell anderen Autofahrern empfehlen? Nein. Jetzt wird meine IP geprüft. Cool, weil ich habe das eben schon 3-mal gemacht im Vorfeld. Guck mal, aber die haben keine Aufzeichnungen von ihrer IP gefunden. Das ist klasse. So, jetzt gucken wir nochmal hier oben. 3 kostenlose 500-Euro-Tankgutschein. Jetzt wird hier wieder Knappheit suggeriert, wie mit diesem Countdown. Ist nur noch einer von 3 Geschenken, ist da. Aber ich könnte hier den ganzen Tag sitzen, dieses Bild angucken. Würde nichts ändern, dass diese schlechte Grafik hier hinten rausfällt. Und der Eindruck, dass hier irgendeiner so schlau war, natürlich den höchsten Wert zu nehmen und irgendeiner so blöde war, 250 statt 500 Euro zu nehmen, dann bleibt natürlich für uns nur einer von den 3 kostenlosen Shell-Tankgutscheinen. Wie gesagt, ich habe das eben schon 2-3 Mal im Vorfeld gemacht, um zu gucken, ob das auch alles taugt für eine kleine Erklärung. Wenn es nach dem geht, sind diese ganzen Tankgutscheine jetzt bei mir. Alle anderen, die diese E-Mail noch kriegen, bitte löschen. Ich habe das alles für mich selber eingeheimst. Ich teile nicht. Wow. Die Schriftgröße auf diesem Pop-up eignet sich fast für Briefmarken, dann kannst du da ein ganzes Buch draufpacken. Ihr Shell-Tankgutschein im Wert von 500 Euro wurde reserviert. Geschäftsbedingungen, guck mal, wieder so ein Ding, wo sie seriös spielen. Füllen Sie auf der nächsten Seite Ihre Liefer- und Kontaktinformationen aus. Lieferinformationen. Es wurde reserviert, also hier wird jetzt wirklich gesagt, okay, das ist jetzt deiner. Ihr Geschenk wird innerhalb von 2 Werktagen mit DHL versendet. Die schicken uns jetzt los. Mit der festen Aussage, wir haben was gewonnen. Und jetzt geht's weiter.
Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ihr stellt Tankgutschein im Wert von 500 Euro. Jetzt Ihre Gewinndaten eingeben. Und jetzt wird aber auch klar, dass es sich hier nicht um die Firma Shell handelt. Hier steht, diese Aktion der Aktol Limited, Datenhändler aus dem United Kingdom drüben, wird nach den Teilnahmebedingungen und garantiert durchgeführt. Der Markeninhaber oder Hersteller ist weder Veranstalter noch Sponsor dieses Gewinnspiels und steht mit der Veranstalterin in keiner geschäftlichen Beziehung. Wird nur auf allem anderen, was wir uns eben angeguckt haben, komplett anders dargestellt. Logisch, ne? Aber wir können ja nochmal reingucken. Impressum, hier, ach guck mal, Limited, da bin ich jetzt von UK ausgegangen, muss ich mich wohl korrigieren. Na gut, Büroadresse London gibt es, aber sitzen in Belize, ist doch schön da drüben. Wie ihr seht, gewerblicher Datenhändler, in keiner Form irgendwas mit Shell oder irgendeinem anderen Unternehmen zu tun. Die sind einfach nur darauf aus, Daten einzusammeln und die dann satzweise an die Betrüger von der türkischen Strommafia, an irgendwelche Gewinnspielabzocker, Bitcoin-Betrüger und Hundefutter-Lieferanten, deren Namen ich der Vollständigkeit halber lieber nicht erwähne, verkaufen. Und die rufen dich dann an und wollen die Kohle, die sie für die Datensätze investiert haben, natürlich wieder refinanziert haben. Weil für jeden, den sie abzocken, können sie 500 Datensätze kaufen. Blärt, funktioniert nicht. Schauen wir uns an. Ich habe das Ganze schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier wird eben wieder abgefragt, Name, E-Mail-Adresse und Wohnort. Hier geht es nochmal darum, dass sie sich erkundigen nach Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer. Und was nochmal ganz besonders interessant ist, wenn jetzt jemand hier ein funktionierende E-Mail-Adresse eingibt, Handynummer eingibt, jetzt sofort Gewinn abholen, senden Sie mir Teilnahmecode per SMS, dann bist du eher geneigt, da noch deine Handy statt Festnetznummer einzutragen und dann wird es richtig eklig. Gehen wir mal weiter. Vielen Dank. Registrierung wird erfasst. Gewinnchance verdoppeln. Ich habe doch schon gewonnen. Auf jeden Fall sollen wir jetzt 5 Fragen beantworten. Und das können wir uns auch gerne mal angucken. Das ist nämlich diese Geschichte, mit denen die Datensatzkäufer dann entscheiden, welche Datensätze sie einkaufen. Welche Versicherung ist absolut notwendig für sie? Krankenversicherung. Komisch, hat jeder. Rentenversicherung hat auch jeder. Pflegeversicherung hat auch jeder. Zahnzusatzversicherung ist das, was die lesen wollen, dann rufen sie dich nämlich an hier von Burda und Co. und wollen dir Zahnzusatzversicherungen andrehen. Lesen sie gerne, ja. Wenn du das anklickst, kommt mit aller großer Wahrscheinlichkeit ein Anruf von der NIC Medienvertriebsunion und die ganzen Betrüger, also nicht die NIC-Betrüger, die sind keine, sondern die lieben türkischen Callcenter sehen das dann auch wieder, okay, dem schaffen wir das eher eine Zeitung anzudrehen. Kochen Sie gerne, ich koche gerne zu zweit oder für zwei. Lesen Sie gern Zeitschriften, schon wieder. Was trifft auf Sie zu? Ja, und ich nutze E-Zigaretten. Guck mal, da haben Sie wieder nicht aufgepasst, was Sie geschrieben haben. Da müsste eigentlich stehen, was trifft auf Sie zu? Rauchen Sie? Das ist eine Entweder-Oder-Frage und kannst du mit Ja oder Nein antworten. Das ist großartig. Sondermeldung. 80% der Haushalte in Bremen zahlen zu viel für ihren Strom. Mach eine 100 raus und schreib Deutschland hin, dann passt das. Würden Sie gerne den günstigen Tarif benutzen? Natürlich. Und wer ruft an? Antalya und Istanbul. Pflegen Sie einen Angehörigen mit Pflegegrad? Ja, natürlich. Und dann kommen diese Anrufe mit diesem Pflegepaket. Was ist Ihnen beim Stromanbieterwechsel besonders wichtig? Und da kannst du quasi schon das Skript runterlesen. Besserer Preis, Preisgarantie, alles Ökostrom, 2 Jahre Vertragslaufzeit mit Preisgarantie und als Wechselbonus kriegst du noch eine Meerschweinchenbürste. Ich habe keine hohen Stromkosten. Also wer das anklickt, der hat es dann auch verdient, dass er abgezockt wird. Hier ist es egal, was du anklickst, sie rufen dich an. Zahnersatz wird immer kostenintensiver. Informieren Sie sich kostenlos über eine Zahnzusatzversicherung. Und selbst wenn du hier Nein anklickst, ich hab's probiert, rufen sie dich an. Ein Unfall passiert schneller als erwartet. Sind Sie an einer Unfallversicherung interessiert? Ja. Aber dieses Jahr ist nach geltendem Recht noch kein Ja, bitte ruf mich an und versuch mir irgendwas am Telefon anzudrehen. Das ist eine reine Selektion, um zu gucken, für welchen Ihrer Datenkunden der Betroffene hier interessant sein könnte. Keiner denkt gerne ans Sterben, doch bei euch schon. Und dann geht's hier mit Sterbeversicherung weiter. Wollen Sie eine lebenslange monatliche Unfallrente? Klar, kommt der nächste Anruf. Pflegegrad 1 bis 5 kostenlos Infos erhalten, hat aber keiner gesagt, dass dann Anrufe kommen. Haben Sie Interesse an einer Zahnzusatzversicherung von Deutschlands meistgewähltem Direktversorger?
Bitte informieren Sie mich unverbindlich. Steht aber auch nicht dabei, dass Sie dich anrufen. Ist kein Opt-in, wie sich das nennt. Haftpflicht und Hausratversicherung gehören zu den wichtigsten privaten Versicherungen. Warte mal, haben die nicht irgendwie gesagt, ich soll 5 Fragen beantworten? Die haben die Null dahinter vergessen. Egal. Ja, ich interessiere. Guck mal, hier steht jetzt, bitte rufen Sie mich kostenlos an. Nein, danke. Wie alt sind Ihre Kinder? Ich habe keine Kinder in diesem Alter. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Stromanbieter? Nächste Geschichte. Sehr zufrieden. Möchten Sie als Geschenk einen kostenlosen SKL-Traumjoker für den ganzen Juni mit über 335, gut, diese Zahl hier, gewinnen bis zu 100.000 Euro sichern? Staatliche Lotterieeinnahmen Neugebauer, wenn ich diesen Namen nur schon lese. Guck mal, du hast hier nicht mal die Möglichkeit, Nein zu sagen. Ja, ich möchte, nein, ich will nicht. Das ist kein seriöses Opt-in, liebe Neugebauer OHG. Das ist mies einfach. Möchten Sie regionale Tageszeitung testen? Nein, kannst du aber nicht anwählen. Sind Sie sportinteressiert? Nein, ich bin dick und mache Videos bei YouTube. Was ist Ihnen bei einer Sterbeversicherung wichtig, dass ich nicht sterbe? Dafür habe ich die doch. Möchten Sie die Schwäbische Zeitung für 2 Wochen testen? Nein. Wollen Sie Freunden, Familien gerne mal eine Freude machen? Was ist mit einem Trip zur Erholung, bla bla bla, Daydreams-Gutschein? Das kennen wir ja auch schon, dass die dich da anrufen. Besonders lustig finden die das, wenn du Gaydreams verstehst. Welche Sportart interessiert Sie? Ich habe doch eben gesagt, keine. Kennen wir die hier noch? Mastercard Gold. Ist aber nicht 5D Marketing, ist direkt von der Avanzia Bank. Wenn ihr die mal googelt, die sind nicht mehr seriös. Haben Sie an alles gedacht? Die wollen wirklich, dass ich sterbe. Die müssen schon das dritte Mal, dass die mir sowas andrehen, aber macht denen ja auch genug Ärger. Zahnzusatzversicherung. Dinner for Dogs, immer noch unterwegs über solche Kriminellen, die hier Daten über diese Wege erwirtschaften. Möchten Sie als Zusatzgewinn gratis Kryptocoins erhalten, bevor sie am Markt erhältlich sind? Ach, sind die Dogecoins jetzt auch in Quarantäne? Haben Sie einen Hund? Jetzt kannst du hier nochmal Newsletter abstauben. Und jetzt kommen nochmal so ein paar Newsletter-Geschichten. Da kriegen die auch ein bisschen Kohle für, aber natürlich nicht sofort, nicht so viel wie für Telefonbetrug. Gratis Hellsehen erhalten. Da siehst du mal, was für Idioten da Geld ausgeben. Das hat schon 9 Live-Qualität. Ein Land gibt Gas. Benötigen Sie kurzfristig Bargeld und besitzen Sie ein Fahrzeug? Mit Pfando erhalten Sie Bargeld binnen 60 Minuten und fahren das Auto dennoch weiter. Interesse? Das ist geil, da könnte man probieren, den blauen Ford Ranger anzudrehen. Weiß jemand, wo der steht? Und dann geht es jetzt hier eben gratis und unverbindlich testen, noch alle möglichen Zeitungsabos. Da geht immer noch weiter mit den Fragen. Haben Sie Haustiere? Habt ihr schon 4-mal gefragt. Glücksnummer, Reise nach Prag oder Einkaufsgutschein. Kennen wir auch, wer dann anruft. Spiegel, Neo, exklusive Preise, klar. 14 Tage Zeitung, nee, eben waren es noch 7, nein. Das war's. Und hier unten nach wie vor Acto Limited, nichts mit Shell oder sonst irgendeiner seriösen Firma. Dreiste, miese, stinkende Datenhändler, die es auf Leute abgesehen haben, die schon ein bisschen zu viele oder noch zu wenige Tage dieser Welt gesehen haben und darauf reinfallen. Weitersagen, informieren und teilen. Ganz toll, wer abonnieren und das Glöckchen drücken. YouTube verrät mir, dass das über die Hälfte von euch nicht getan hat. Und dann verpasst ihr vielleicht so interessante Geschichten wie das hier oder den nächsten Anruf, der nach dieser Nummer hier zustande kommt. Ich danke euch fürs Zuhören. Lasst euch nicht verarschen, Freunde.